Seven vs. Wild, psychischer Verfall. Den hatte ich auch, weil ich warten musste, um mir das anzugucken. Damit das Glas für euch. Physisch war der fast schon. Der ging mir so an die Psyche, dass das fast schon ein physischer Verfall war. Wir schauen rein. Ich habe richtig Bock. 40 Minuten Entertainment pur. Gibt's sonst nie in meinem Stream. Danke, Fritz. Let's go. Kurz Urincheck. Ey, Fun Fact am Rande. Urincheck, wo wir gerade dabei sind. Ich habe ja Färbemittel gespritzt bekommen. Das habe ich euch, ich habe es euch noch gar nicht erzählt. Am Montag, als ich in der Augenklinik war, haben die mir Färbemittel gespritzt in meinen Arm und haben, während die das gespritzt haben, Fotos von meinen Augen gemacht, weil die damit gesehen haben, das ist sozusagen in meine Arterien reingegangen und haben damit gecheckt, das müsst ihr euch mal reinziehen, wie in so einem Horrorfilm, wenn er so und haben sozusagen gecheckt, ob da irgendwo eine Durchblutungsstörung ist. Kontrastmittel? Nee, kein Kontrastmittel. Färbemittel. Kein Kontrastmittel. Nein, kein Kontrastmittel. Färbemittel. Und haben dann sozusagen Bilder von meinen Augen gemacht. Das war wirklich wie Erdbeersirup. So sah das aus. Und haben halt Fotos gemacht. Und ich war sehr froh, dass mir die Schwester nachher gesagt hat, dass ich mich nicht wundern soll, weil sich mein Urin verfärben könnte. Weil das muss ja auch irgendwie wieder ausgedingst sein. Färbemittel, dachte, das wäre dasselbe. Nee, ist tatsächlich nicht dasselbe. Kontrastmittel ist für Röntgenaufnahmen und sowas. Und dieses Färbemittel, das ist wirklich knallerot. Und das ist nicht so aggressiv, sage ich mal. Also das, genau. Fluoreszenz-Sangiografie heißt das, was du gemacht hast, Luna. Okay. Auf jeden Fall war ich danach pischen und leck mich am Arsch. Ich habe noch nie diese Farbe, ich weiß auch nicht, wie ich die beschreiben soll. Mein Urin war so neon, so wirklich neongelb. Kennt ihr diese Knicklichter in grün und gelb? Diese Knicklichter, die gibt's in verschiedenen Farben. Ich suche mal eben kurz die Farbe raus. Als hätte jemand so ein Knicklicht aufgeschnitten und einfach in die Toilette geschüttet. Exakt diese Farbe hatte mein Urin. Dieses Grün. Ey, ich habe kurz war ich irritiert. Exakt diese, einfach Textmarker. Ja, so war mein Urin. Ey, hätte ich das vorher gewusst, dass es so wild aussieht. Alter, ich hätte einfach hier, ich hätte einen weiteren Artikel eingestellt, Chat. Hätte ich das vorher gewusst, ich hätte einen weiteren Artikel eingestellt. Sage ich euch, wie es ist. Klipp und klar. das war crazy. Im Dunkeln geleuchtet hat es nicht, oder? Ich habe ja natürlich nicht das Licht ausgemacht, um zu gucken, ob es im Dunkeln leuchtet. Nee, es leuchtet nicht im Dunkeln. Gut, weiter geht's. Ich muss mehr trinken. Oh yes, ich hab's schon predicted. Und hier sind sie. Himbeeren. Geil. Oh. Da gehe ich erstmal ein bisschen was sammeln. Das ist wirklich nice. Mal einen anderen Geschmack an Beere. Mal was anderes. Na, geil. Sag ich ja. Oh, geil. Oh, einfach mal was anderes Fruchtiges. Mega. Geil, ich sammle noch ein bisschen und schlag mir den Magen voll. Mach das. Naja, hat's ja schon gelohnt. Hier ist die Vegetation. Ich glaube, wenn ich so unterwegs wäre, ich würde mir das alles in die Kapuze packen. So für to go. Wisst ihr, was ich meine? So, dass ich das mit nach Hause nehmen kann und trotzdem die Hände frei habe. Ich würde mir das alles in meine Kapuze packen. Aber auch so eine Kapuze. Da würde ich alles reinpacken. Jetzt wieder ganz, ganz anders. Jetzt ein Baum entwurzelt. Da geht's runter und von ganz da unten komme ich. Das sind mehrere hundert Meter. Auch geil hier oben. Weil hier stehen jetzt überall Fichten. Und könnt ihr euch daran erinnern, unten am Ufer, was ich euch gesagt habe, mit diesem Brennholz, dass ich eine Säge bräuchte. Hier könnte man halt die ganze Zeit diese Äste abmachen. Abbrechen einfach. Und hätte easy Feuerholz. Alles voll damit. Aber da unten, wo ich bin, gibt es nicht. Aber leider habe ich immer noch nichts Optimales gefunden für den Bowdrill. Ich suche quasi Gräser, mit denen ich die Glut... Ach, den Bowdrill. Ich habe kurz überlegt, für alle, die den Zusammenhang auch kurz gebraucht haben, die müssen ja Feuer herstellen. Wisst ihr, entweder so oder mit einem Bogen. Und Bow, also das englische Bowdrill, also diese Bogendreher sozusagen. Dieser wird aussieht wie so ein klassischer kleiner Flitzebogen, wo dann der Stock drin steckt und dann machst du so und dann dreht er sich und machst. Ihr wisst, was ich meine. Feuer.
entflammen könnte, weil bringt mir sonst nichts. Ich Feuerbohrer, danke schön. Boat-Reset bauen und selbst wenn ich es irgendwie schaffen würde, das Ding zum Glühen zu bringen, also Glühaschestaub zu erzeugen, schaffe ich das ja ohne ein ordentliches Zündernest nicht in eine Flamme umzuwandeln. Ich gucke weiter, vielleicht finde ich irgendwo noch Gräser. Aber aktuell sieht es schlecht aus. Du siehst sehr intelligent aus heute. Glaubt man gar nicht, ne? Crazy. Verkleiden kann ich mich auch wie eine 10 von 10, ey. Ja, was soll ich sagen? Plötzlich ist hier oben wieder ein See. Schön. Aber der ist ja viel, viel höher gelegen als der, in dem ich bin. Krass. Sehr schön. Wirklich hübsch. Guck dich mal an, wie hübsch das da ist. Leck mich am Arsch. Ja. Nee. Zumindest haben wir ein paar Himbeersträucher gefunden. Also hier komme ich jetzt auch nicht weiter, weil es alles sumpfig. Und Gräser habe ich auch nicht. Die sind zwar da vorne ein bisschen gelb, aber da komme ich ja gar nicht ran. Und die sind unten drin alle noch saftig grün. Saftig, knaftig, köstlich. Aber ist schön hier. Ist wirklich hübsch da. Ist richtig, richtig schön. Dort unten, ich weiß nicht, ob man es überhaupt sehen kann auf der Kamera, ist der See, an dem ich bin. Also ein krasser, krasser Höhenunterschied. Ich hatte noch ein bisschen mehr auf irgendwas gehofft, was ich verwenden kann, was mir was bringt. Himbeeren ist schon mal nicht schlecht. Da wird es wahrscheinlich an der Stelle auch noch viel, viel mehr solcher Sträucher geben. Naja, komm, wir müssen positiv denken. Wenigstens für die Himbeeren hat es sich schon gelohnt. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen irritiert. Brombeersträucher sind ja so richtige Unkraut-Drecksviecher, Arschlöcher. Mit so fiesen Dornen. Haben Himbeeren auch so Dornen? Bestimmt, oder? Ich hab gerade in meinem Kopf Bilder zu Himbeersträuchern gesucht, hab aber keine gefunden. Also bei uns sind halt super viele Brombeeren immer. Aber Himbeeren, habe ich glaube ich noch nie wilde Himbeeren gesehen. Haben die auch so Hurensohn-Dornen, Stacheln, was auch immer? Viel kleinere? Ah, okay. Fast nur Härchen. Ah, okay. Hab ja noch ein paar Tage vor mir. Tada, Jackpot. Hier ist ein extrem großer Busch. Da drüben ist noch ein kleiner. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie voll der hängt. Sehr schön. Ja, zack, zack, zack. Oh. Ja, jetzt sieht man viel. Also das sind tatsächlich keine krassen Dornen zu erkennen. Oh, saftig, knaftig, köstlich, schmöchtlich. Ich sag's euch, wie es ist. Fritz und ich, das ist so ein Soulmate-Ding, oder? Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Crazy. Mein Magen knurrt gerade. Ja, das kann ich auch sehen lassen, oder? Sollen wir nachher wieder zusammenstampfen und dann uns einen schönen Smoothie mixen? Beziehungsweise werde ich das jetzt machen, weil mich mal interessiert, ob es mittlerweile auch unten am Camp genauso warm ist wie hier oben. Und wenn man einmal hier so ein Feld gefunden hat, ja, so 2 Quadratmeter vielleicht, wenn dann überhaupt, Jackpot. Da lässt sich richtig gut was abernten. Wenn du eins mit der Natur werden willst, dann musst du die Natur sein. Die Natur sein. Jede Frau einmal im Monat. Hilft aber gegen die Krämpfe. Time for a little smoothie. Vor allem, der kann sich jetzt da auch so verschiedene Geschmacksrichtungen im Smoothie packen. Niceness, ey. Niceness. Mal ein bisschen mehr Heidelbeere, mal ein bisschen mehr Himbeere. Also 2 verschiedene Geschmacksrichtungen, okay. Aber Limonade, frische Limonade.
Nur 2 Euro der Becher. Ah. Fabio fährt gleich mit seiner Kutsche da vorbei und kauft einen Liter. Ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das mega. Das ist irgendwie fruchtig, erfrischend, so ein bisschen kompottmäßig. Mm. Ein weiteres Rezept im Seven vs. Wild Kochbuch. Das würde ich wirklich feiern, wenn Fritz halt wirklich oder generell die ganze Seven vs. Wild Crew einfach so ein Kochbuch rausbringt. Warme Heidelbeeren, kleiner Fisch, gestampfte Heidelbeeren, gestampfte Himbeeren. Wisst ihr, was ich meine? So bisher. Finde ich super. Dass man das ja mit Wasser auffüllt, wirkt es halt auch gleich richtig viel. Das ist halt eine ganze Flasche. Oh, geil. Das ist irgendwie was anderes, als wenn man nur so ein paar Bärchen snackt, 10 Minuten lang. Da hat man nicht dieses Gefühl der Fülle. Und hier denkt man so, boah, geil. Mega. Hundert tolle Rezepte mit Heidelbeeren. Ja, Mann. Feldschärfe wiederhergestellt. Und sauber ist es auch gleich mal geworden. Niceness. Ich habe mir gerade mal so Gräser hier unten rausgezogen. Ah, weiß ich nicht. Schmeckt gar nicht mal so scheiße. Okay. Aber ich habe irgendwie Angst, irgendeinen Scheiß zu fressen und dann mit kompletten Magenschmerzen, Durchfall hier rumzuliegen. Weil ich keine Ahnung habe. Ich würde jetzt auch nicht einfach so irgendeinen Strauch essen. Weiß ich nicht. Schwierig. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig Hunger habt? Wenn ihr so den ganzen Tag nichts gegessen habt? So, das schmeckt halt selbst ein unbelegtes Toastbrot mega geil. Ich glaube, Fritz ist in diesem Zustand. Schmeckt das eigentlich ganz geil. Da ist auch innen drin, das ist so eine Außenhülle und innen drin ist so ein bisschen wie, ich weiß auch nicht. Jetzt wollte ich gerade, ich bin interessiert, wie ist das? Was ist ähnlich? Das ist so wie, ich weiß nicht. Danke für nichts. Naja, wir warten mal wieder ab. Wie, was denn? Mit den Pilzen ist ja auch problematisch, wissen alle nicht, welche essbar sind, welche nicht. Die ich gesehen habe, theoretisch essbar. Ja, deswegen ist das ja auch sehr vernünftig, was Fritz beispielsweise gemacht hat. Obwohl alle hier auch in meinem Streamchat und ich glaube auch in den Kommentaren auf YouTube geschrieben haben, die guten Pilze hat der stehen lassen. So, aber ich verstehe das halt total, weil alle Pilze, die du nicht so 100% kennst, sind erstmal giftig. Oder nicht. Ich hier weitermache. Scheint ja gut anzukommen, der Pulli. Der ist auch schön. Also der ist wirklich schön. Ich mag den sehr gerne. Aber wahrscheinlich nur, weil ich den trage. Weil ich so unfassbar wunderschöneren aussehe. Der Rock ist auch sehr schön. Da muss ich dir den Link zu schicken, wenn du den haben willst. Kleine Info an meinen Cutter. So gut, wie der Rock ankommt. Ich gebe dir auf jeden Fall den Link, den Rev-Link, dann kannst du den in die Videounterschrift oder ich pack den da rein. Ich nehme beides, Rock und Pulli, bitteschön, sehr gerne. Und an alle Girls, die sich diesen Rock und was auch immer ihr euch bestellt, schickt mir mal Fotos von euch. Ihr müsst den Rock auch nicht anhaben. Luna, gut. Ich hier weitermache. Ein Armband. Wie findet er eigentlich meine Halskette? Geil, oder? Das ist wirklich cool. Guck mal, habe ich da was ganz Schönes gemacht hier. Easy. Du musst eins mit der Natur werden. 6,5 Stunden später. Ja, der Stampferstock muss natürlich auch ordentlich verziert werden. Ja, damit kann man doch arbeiten.
so Zeit, die Friedenspfeife zu rauchen. Mit wem? Sieht sogar fast aus wie ein kleiner Bogen. Aber das ist natürlich nicht so belastbar wie ein Bogen. Wenn ich jetzt den spannen würde, würde er natürlich brechen, weil das ist ein sehr, sehr, sehr dünnes Holz. Aber es ist noch frisches Holz, dadurch auch ein bisschen biegsamer, als wenn es totes Holz wäre. Ich bin guter Dinge, dass wir damit zumindest ein bisschen rubbeln können. Aber ob wir einen Funken kriegen, wirklich, mir würde es schon reichen, wenn wir es schaffen sollten, ein bisschen Qualm zu erzeugen. Ja, weil dann ist es nicht mehr weit. Handbohrer die erste. Boah, das ist übel heavy. Das ist echt die hohe Kunst des Survivals. Puh. Ich glaube auch, das ist sacksauschwer. Sacksauschwer. Jesus. Es ist allein schon übertrieben schwer, den Stock irgendwie drin zu behalten in der kleine Zeh fixiert, True. Oh, nicht schlecht, oder? Hand oben nicht zu doll drücken, weil sonst drehst du das Ding gar nicht mehr. Alter, das ist hart. Scheiße, ey. Das ist hart. Ich glaube, du musst erstmal den richtigen Rhythmus finden. Oh, das sieht aber gut aus. Wird's warm? Ist schon ein bisschen warm geworden, aber nice. Man hat noch gar nichts. Alter, das ist so hart. Also ich glaube, so brauche ich gar nicht erst anfangen. Also das schaffe ich sowieso nicht, weil die Konsistenz hast du gar nicht. Also das Durchhaltevermögen, immer wieder runter, ansetzen, runter und so. Nee. Also wenn, dann mit dem Feuerbohrer, aber... Ja. Fehlt die Konsistenz, Chat. Das Problem ist halt, dass das Holz hier... Der psychische Verfall, der ist da. Wir können ihn nicht mehr leugnen. Nass ist es. Es ist auch frische ja, das ist Kacke. Kiefer. Der Feuerbohrer hingegen, der ist trocken. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Chat. Jetzt mal ohne Flachs, oder? Nee, also keine Chance. Das ist... Sorry, Leute. Leider hat es nicht funktioniert. Es sah gut aus, aber leider ohne Erfolg. Egal. Es wäre auch zu gut gewesen. Hätte ich ihm sehr gegönnt. Wenn das geklappt hätte. Dann hätte der Herr Gemeinigke aber geguckt. Ja, wir alle hätten geguckt. Hieraus werde ich jetzt den Bohrstab machen. Ja, mal gucken, ob das klappt. Fabi, das ist so krass. Ich habe jetzt hier so eine Kerbe reingemacht. Hier ist das Loch. Für den Stock. Und wenn ich dann hier reibe, kommt hier noch Sauerstoff rein, sodass ich da schneller Glut bilden kann. Okay. Also zumindest eine Theorie. Und ja. So, und jetzt habe ich hier das Teil, was ich nachher so oben drauf drücke, wenn sich das dreht. Da habe ich auch noch hier so eine Kuhle reingemacht. Ich hoffe, man sieht das. Der Bohrstab sieht bei ihm so trocken aus, dass der vielleicht sogar als erstes brennt. Das wäre es, ja. Ja, das ist dann so einigermaßen. Oder so oben, so der Schnürsenkel durch die Reibung. Fängt der Schnürsenkel an zu brennen. Das wäre doch auch mal eine Art. Also irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig mit dem Bogen hier, dass sich das schnell dreht. Ich weiß noch nicht, warum. Ich habe jetzt mit der Spannung... vom Schnürsenkel gearbeitet. Unterschiedlich, aber keine Ahnung. Ach, so lang, oder? Der Stock ist so lang. Der sieht so lang aus. Die anderen waren alle so kurz.
Also, ich versuche das jetzt erstmal ohne den Bogen. Hier liegt das Bohrbrett. Hier das ganze Zundermaterial. Wenn ich hier die erste Glut habe, kommt das hier rein. Da ist Birkenrinde drin. Und dieses Mooszeug getrocknet drumherum und dann alles andere drauf. Aber ich glaube, jetzt heißt es erstmal, dauert jetzt erstmal. Farbe ist auch so der einzige von denen, wo ich mir wirklich vorstellen kann, der setzt sich da auch 3 Stunden hin und versucht das. Bis es klappt. Fabio hat so den Biss. Wisst ihr, was ich meine? Bin sehr gespannt. Doch wieder der Bogen, okay. Kacke. Ah, scheiße. Oh no. Ich glaube, die Auflagefläche war eben nicht groß genug, weil es war eben mehr wie eine Spitze. Und jetzt habe ich das mehr so rund geschnitzt. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Komm schon. War richtig mit. Ah, scheiße. Entweder ist gleich in der Fischreuse noch ein Fisch oder ich gebe für heute leider auf. Nicht meine Art, aber mir ist einfach wichtiger, hier die Tage noch durchzustehen. Und wenn ich jetzt hier noch 1-2 Stunden da mit dem Ding rumprobiere und nachher reißt hier noch der Schnürsenkel, mit dem ich gerade sowieso ein Problem habe, den wieder reinzubekommen, weil hier das Ding ausgefranst ist. Oh nein! Ja, gebe ich für heute auf und ja, dafür habe ich, spare ich Energie und hier meine Schnürsenkel. Hat eigentlich ganz gut angefangen, also ich glaube so auf der, nach der Skizze her sieht das richtig aus, aber ja. Von Fritz haben wir noch nicht gesehen, oder? Bisher haben wir gesehen, Martin, der hat aufgegeben, Chris und Fabio, korrekt? Fritz hat noch nicht versucht, oder? Ich bin mir gerade tatsächlich leider gar nicht mehr sicher. War das in der letzten Folge? Also ich glaube, in der letzten Folge war Martin, ne? Ja, okay. Cool. Ey, Fritz baut wirklich ein ganzes Schachspiel. Sehr geil. Ich sammle mir gerade mein Armbrot zusammen, meinen kleinen Blaubeer-Smoothie gibt es nachher wieder. Und es ist krass, der Kopf ist die ganze Zeit am Rattern. Und heute ist auf jeden Fall das Gefühl Einsamkeit sehr präsent. Ich weiß, vielleicht klingt es lächerlich für euch da draußen. Ich weiß, es ist erst Tag 4. Aber es ist doch komisch, die ganze Zeit alleine zu sein. Ich kann wenigstens noch mit der Kamera irgendwie reden und mein Erlebnis für euch dokumentieren. Aber trotzdem, man sitzt irgendwie so da, hat niemanden, mit dem man diese Erlebnisse teilt, niemanden, mit dem man reden kann. Und meine Gedanken sind ganz oft bei meinen Liebsten, bei meinen Freunden und bei meiner Familie. Und was die wohl gerade machen und dass es schön wäre, quasi jetzt mit ihnen Zeit zu verbringen. Das ist krass, wie 4 Tage ausreichen, um einen mal wieder so ein bisschen zu erden und zu zeigen, worauf es wirklich ankommt. Auf ein gutes Umfeld und auf was Geiles zu essen.
Ja. Auf euch, Leute. So, Freunde, Tag 4 neigt sich so langsam dem Ende. Feuer ist schon mal angemacht, weil hier wieder 50.000 Mücken sind. Das ist nicht mehr normal. Jetzt sind wir aber gespannt. Habe ich so auch noch nicht erlebt in den letzten 4 Jahren in Schweden. Und wir kommen zum Thema Tageschallenge. Es ging um das... Komm, Fritz. Und all unsere Hoffnung ist tatsächlich, liegt auf deinen Schultern jetzt. Einer muss es wenigstens geschafft haben. Come on. Feuerborn, Handrill, Bowdrill. Und ich muss leider ankreuzen, nicht geschafft. Also 0 Punkte. Ich gehe stark davon aus, dass es auch kein anderer geschafft hat. Ich habe es jetzt nicht ultra krass probiert, indem ich alles gebaut habe, weil ich bin die Sache von hinten ran aufgegangen. Ihr habt es mitbekommen. Ich muss die entstandene Glut zu einem Feuer entwickeln lassen. Und dafür habe ich einfach für meinen Geschmack oder für meine Erfahrung, ich habe da nicht viel Erfahrung bei dem Bereich, in dem Bereich, nichts Passendes gefunden. Ich kenne das mit trockenen Gräsern, wo man dann so richtiges Zundernest baut. Okay. Aber hier ist alles irgendwie nass, moosig, Heidelbergkraut, ihr habt es gesehen, oben auf der Freifläche. Das heißt, wieso soll ich mir so extrem viel Arbeit machen, mit dem Bohrer, dem Bohrbrettchen und so weiter, mit der stundenlang ein Abrubbeln, wenn ich dann die Glut doch trotzdem nicht in der Flamme verwenden kann. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Schade, ja. I'm a Firestarter. Habe ich nicht geschafft. Wirklich schade. Wenn jemand diese Challenge schaffen sollte. Cool, dass du dir sowas anschaust. Hätte ich jetzt nicht von einer Frau erwartet. Gute Sache. Ja, ich war auch überrascht. Normalerweise gucke ich mir immer nur Ballett an und Schminktutorials und shoppe den ganzen Tag. Bin auch total überrascht und rede über meine Menstruation. Sehr gerne sogar. Katapultiert ihn das natürlich extrem weit nach vorne, weil wer das geschafft hat, kriegt 7 Punkte. Alle anderen 0. Vergiss nicht die Küche. True. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, wie viele Mücken hier rumschwirren. Wie viele Mücken hier rumschwirren. Das Viechzeugs, ey. Oder ob man das gar nicht erkennt. Hier ist alles voll. Also vor mir sind locker 50 Mücken. Und ich habe mir vorhin mal den Spaß gemacht, als kleine Aufgabe, als ich hier drin saß. Heute Nachmittag ungefähr. Und habe wirklich eine Mücke nach der anderen erschlagen. Eine halbe Stunde lang. Es kamen immer wieder neue. Es wurden aber auch nicht weniger. Ich habe das Gefühl, eine zermatscht, kam die nächste. Eine zermatscht, kam die nächste in die Gruppe. Also ich glaube, so viel Heidelbeeren, wie es hier in Schweden gibt, so viele Mücken gibt es auch. Es ist tatsächlich so. Also da gibt es auch Studien drüber. Auf jede Heidelbeere kommt eine Mücke. Das Einzige, was ein bisschen hilft, aber auch nur ein bisschen, ist Feuer. Hier ist schon wieder eine. Krass. Aber nicht mehr ganz so viel. Ist das durch den Rauch? Also ich sage jetzt einfach mal ganz blöd, würde es was bringen, beispielsweise irgendwie nasses Moos reinzulegen, weil das qualmt wie Hulle? Ich meine, dann kann man zwar selber nicht mehr atmen, aber verpissen sich dann auch die Mücken? Weiß nicht. Aber wahrscheinlich, sobald der Rauch weg ist, sind die Mücken wieder da, ne? Hm. Bis die letzten 2 Stunden einfach nur im Wasser gechillt, ein bisschen was geschnitzt. Oh. Und lass den Tag jetzt ein bisschen ausklingen. Immer noch geiles Wetter. Ist ein bisschen windiger geworden, aber die Sonne ballert immer noch gut. Hör auf. Das war Tag 4. Ja. Er macht seinem Emote wirklich alle Ehre, Chat. 3 kommen noch. Aber ist alles machbar. Lecker funny, ey. Ich hab das immer, wenn ich jemanden gehen sehe. Ich hab jetzt nochmal Moos geholt. Bin mittlerweile bei der 3. Lage. Also wenn das nicht bequem ist, weiß ich auch nicht. Und jetzt sogar auch ein bisschen Moos für meine Beine, weil die lagen bislang immer extrem hart.
Aber das muss ja nicht sein. So. Ich wollte die anderen noch auslachen, dass sie einen Mückenschutz mitgenommen haben. Weil in den ersten beiden Nächten gab es keine Mücken. Weil es in der ersten Nacht geregnet hat. Danach war es super stürmisch gewesen. Aber letzte Nacht, nada. Und die Mücken waren am Start. Und nicht gerade wenig. Da ich jetzt noch eine Stunde gut Licht habe und mir ein bisschen langweilig ist, gehe ich nochmal Bären sammeln. Nochmal rüber zu diesem Takeshis Castle Parcours und dahinter wieder in den Wald und noch ein paar Bären sammeln. Gibt es da keine Zecken und so weiter? Ich würde so Krämpfe bekommen. Doch, auch Zecken gibt es da. Ich hatte auch den Fritz, also wir hatten ja eine Folge zusammen geguckt, einmal mit Fritz und einmal mit Chris. Und da hatte ich auch gefragt, wie es aussah mit Zecken, aber da haben die gesagt, keine Spoiler. Also die also kommt noch was zu Zecken. Bin sehr gespannt. Aber hier ist alles. Oh mein Gott, imagine, du hast so eine Zecke am Sack. Ah, schwierig. Ich habe einmal in meinem Leben, bisher ein einziges Mal in meinem Leben, eine Zecke gehabt. Und die saß ungelogen in meiner Leiste. In meiner verfickten Leiste. Weißt du, so von allen Orten, die sich eine Hurensohn-Zecke aussuchen kann, setzt die sich in meine fucking Leiste. Das ist halt nicht cool. Das war die einzige Begegnung mit einer Zecke, die ich jemals hatte. Reicht auch für mein Leben, to be honest. Reicht halt wirklich für mein Leben. Das ist voll. Hier sind so viele Bären. Also ich feiere es gerade sehr. Bis auf die Mücken, die feiere ich gar nicht. Wenn ich mit einem Fingerschnipsen alle Mücken auf der Erde auslöschen könnte und deren Larven, dann würde ich es tun. Einfach Thanos. Chris, einfach neue Thanos. Schande über mein Haupt. Aber Mücken braucht keine Sau. Ja. So, wieder zurück im Camp. Mücken und Zecken ist bei mir auch so, sind so die Viecher, die braucht halt wirklich kein Mensch. Mücken und Zecken können halt wirklich weg. Das ist die Ausbeute. Ja, schmecken lassen. Das ist einfach ein Abendbrot. Es gab zum Frühstück Blaubeeren. Ah, hier ist Mücke. Und es gibt zum Abendbrot Blaubeeren. Scheiße Mücken, ich hasse euch. Der hat mehr Kalorien verbrannt, um über die Steine zu hüpfen, also mit den 15 Bären da wieder reinholt. Für mich heißt es wieder rein in die Mückenhölle. Wuhu. Ich hau mich jetzt in die Kiste. Das war wieder mal ein sehr langer Tag. Das war ein sehr langer Tag. Irgendwie ziehen sich die Tage extrem, wie ich finde. 14:30. Es war es nicht gerade 14:30, aber bei Beginn war es 14:30. Das ist auch so das einzige Manko, wenn ich jetzt irgendwie noch irgendwie eine zweite Person hier hätte. Du wärst irgendwie hier mit jemand anderem noch. Dann wäre das voll chillig. Dann wäre das echt eine coole Sache. Ne? Man hat Unterhaltung, man kann quatschen. Aber alleine, ich stehe jetzt nur am Wasser, sitze am Wasser, schnitze, singe welche Lieder vor mich hin oder habe Lieder im Kopf. Denk an gewisse Personen, ich meine, man findet auch Zeit für sich, um nachzudenken über gewisse Sachen. Das auf jeden Fall. Aber irgendwann reicht es dann auch wieder. Und ich möchte gerne wieder zurück in die Zivilisation. Du kommst aus diesem Gedankenstrudel und so, kommst du halt nicht raus. Wenn wir, also ich merke das selber bei mir, ich bin ein Mensch. Ich habe das ganz oft, wenn ich mich so in Gedanken verfange und die Gedanken mich vielleicht auch so ein bisschen runterziehen. Was mache ich? TikTok, Instagram, was auch immer, YouTube, irgendeine Ablenkung. Damit hole ich mich immer so, zack, aus diesen Gedanken auch einfach raus. Und das hast du da nicht. Du kannst dich da nicht rausholen aus diesen Gedanken. Das ist halt, glaube ich, sehr, sehr schwer. Vor allem möchte ich sehr gerne zu meinem Dönermann. Das ist auch sehr schwer. Ist jetzt auch mehr Wellengang. Scheinbar wurde die da rausgeschwemmt und dann hier rüber getrieben. Ja, ernüchternd. So krass, was es für einen Unterschied macht, wenn man kein Handy hat. Man ist nicht erreichbar, man ist nicht abgelenkt, sondern hier, ich sitze jetzt einfach nur hier so am See. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Normalerweise würde man dann irgendwann anfangen, aufs Handy zu gucken, dann kommt eine Nachricht rein, dann ruft man jemanden an. Jo. Und dann fällt einem irgendwie ein, das könnte ich noch gerade googeln. Und man befindet sich überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt, weil man dauernd
so eine To-Do-Liste hat und jederzeit alles machen kann durch dieses Handy. Man kann jederzeit alle anrufen, man kann jederzeit alles, was man an Antworten sucht, an Wissen haben will, nachschauen. Man kann sich unterhalten lassen, dies, das. Und es ist voll krass, seitdem ich hier, also jetzt, wo ich hier bin, kommt das auf einmal so, dass mir dauernd so random irgendwelche Sachen einfallen aus der Kindheit oder vor ein paar Jahren, an die ich überhaupt nicht mehr gedacht habe. Ich glaube einfach, wo mein Gehirn mal Zeit hat, nachzudenken, anstatt dauernd nur abgelenkt und im Modus zu sein, so. Und das finde ich gerade ziemlich krass. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen Tag hatte, wo ich irgendwie einfach nur so in den Tag hineingedingst habe. Und der Witz ist ja, hier, das ist ja eigentlich die Realität, weil zu Hause gucken wir unsere Netflix-Serien, zocken Computer, gehen ins Kino, gucken auf Social Media irgendwas, dies, das. Jeder hat seinen Job und so weiter. Aber das, was wir hier gerade machen bei Seven vs. Wild, ist ja eigentlich das, was eigentlich das Leben ist. Man kümmert sich ums Überleben und lebt. Also, und wir leben irgendwie nur in so einer Plastikwelt. So, wenn man was braucht, geht man in den Supermarkt, man ist völlig lebensunfähig, ohne Supermarkt und so weiter. Und das ist alles so eine Scheinwelt irgendwie. Ich, keine Ahnung. Ganz strange, was ich gerade für Gedanken habe, aber ja. So, das Feuerholzsammeln beginnt. Ich war gerade mal bei der Reuse gucken. Da ist nichts drin, aber sie liegt immerhin noch da, wo sie liegen soll. Und ja, dann sammeln wir jetzt mal alles für einen gemütlichen Abend in der Höhle. Es ist einfach super krass, wie ich als Einzelperson hier diesen gesamten Waldabschnitt in den letzten Tagen leergeräumt habe in Sachen Brennholz. Also klar, ich habe keine Säge, deshalb habe ich es ein bisschen schwieriger und habe da nicht die komplette Auswahl. Aber das ist unfassbar. Ich muss jetzt richtig weit mittlerweile gehen, um weiteres Brennholz zu besorgen. Verrückt. Und ich bin hier alleine. Das finde ich so krass. Hier ist einfach alles leergefegt. Aber gut, bei mir brennt auch. Frage einmal an euch im Chat und auch an die Leute auf YouTube. Also ich habe ziemlich coole Kommentare inzwischen auch auf YouTube. Kuss auf eure Augen, wenn ihr das lest. Die halt auch sehr hilfreiche Kommentare drunter schreiben, wenn ich irgendwelche Ideen oder Fragen habe. In meinem Kopf hatte ich mir jetzt schon ein paar Mal überlegt, die beschweren sich ja oft, also beschweren, das klingt so negativ, aber ihr versteht, was ich meine. Die sagen ja oft, dass die ganz viel feuchtes Holz oder nasses Moos oder was auch immer haben. In meinem Kopf stelle ich mir vor, ist immer leicht zu sagen, wenn man zu Hause ist, aber ich glaube, dass ich wahrscheinlich auch nasses Zeug, wenn ich nichts anderes bekommen hätte, mitgenommen hätte und neben das Feuer gelegt hätte, damit das durch die Wärme vielleicht ein bisschen trocken wird. Weißt du? So, dass das so einfach direkt daneben liegt, so Moos, Holz, was auch immer. Einfach, wenn das Feuer einmal an ist, dass ich das gleichzeitig halt zum Trocknen benutzen kann. Kann man das machen? Macht es Sinn? Warum macht es keiner? Ist es Quatsch? Also das war so mein Gedanke. Geht nur bedingt. Feuchtes Holz funktioniert, aber nasses geht nicht. Okay, das haben die auch gemacht in der ersten Folge. Ah, okay, dann habe ich das nicht mitbekommen, wo die angekommen sind. Ah, okay, dann habe ich das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Weil ich habe jetzt ganz oft schon von den Jungs gehört, dass sie gesagt haben, ja, nur nasses Moos. Wie Fritz jetzt zum Beispiel vorhin. Fritz hat vorhin auch gesagt, dass er jetzt die Challenge nicht macht, weil er halt nichts hätte wegen das Moos und alles ist nass. Also ich glaube, ich an deren Stelle hätte das halt einfach alles daneben gelegt. Theoretisch trocknet es dann schon, nur die Frage, ob du die Ressourcen opfern möchtest. Ja, aber die haben ja das Feuer eh an. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen hatte mich das jetzt gewundert, dass beispielsweise der Fritz gesagt hat, dass er kein trockenes Moos hat. Weil ich hätte das wahrscheinlich daneben gelegt. Klar geht das, dauert halt aber ein paar Tage. Ah, okay. Die ganze Zeit hier die Hütte, ne? Also in den ersten zwei Tagen war es, glaube ich, da ja ziemlich viel, konstant. Die ganzen Nächte durch. Jetzt mache ich es ja nur noch abends an. Aber es ist schon krass. Also ich hoffe, ich komme noch die nächsten Tage damit hin. Es sind ja noch ein paar Tage.
Ich suche diesen Wald nach Holz ab, nach Holz ab. Und werde dem Wahnsinn nah. Du dai di dai du, du dai di du. Verrückt, das hätte man, also hättest du das jetzt nicht thematisiert, das hätte man gar nicht gemerkt. Wo ist Holz? Wo ist noch Holz, das ich benutzen kann? Holz, Holz, Holz. Ich brauche Holz, das ich gut brechen kann, was nicht zu dick ist, aber auch nicht zu schmal. Oh, da hinten könnte etwas liegen. Wir schauen uns das jetzt mal an und laufen über die Felsen wie den ganzen lieben langen Tag ebenfalls. Hier ist Holz, das ist aber nass und morsch. Das sehe ich doch schon, das kann ich nicht verwenden. Was ist da vorne? Das ist schön. Hier ist ein kleiner Sprung über eine Schlucht. Hui. Schön. Meine Frau, meine Kids vermisse ich natürlich krass hier, ganz klar. Ich habe kein Problem damit, allein zu sein oder wie auch immer. Aber jetzt gerade zum Beispiel das Feuer an, dann denke ich daran, wie gern meine Kids mit mir Kartoffeln im Feuer in Alufolie machen und dann Butter drauf schmieren. Und meine Frau würde ich gern fragen, wie ihr Tag war, was sie heute gemacht hat, wie es den Kids geht. Das ist halt schon strange, das nicht machen zu können. Habe ich mit meiner Frau in, wie lange sind wir jetzt zusammen, seit 13,5 Jahren, hatten wir noch nie am Stück 5 Tage keinen Kontakt. Also natürlich war ich mal irgendwie unterwegs, aber dann halt immer telefoniert, geschrieben, Videocall. Das ist schon strange. Aber ich weiß, dass die, sowohl meine Frau als auch die Kids, super stolz auf mich sind. Wenn ich das nicht nur die hier schaffe. Und ja, deshalb nach 3 Tagen, dann habe ich mein Handy wieder. Hier wollte ich jetzt nochmal sagen, so, er hat jetzt Feuer angemacht und wisst ihr, dass man hier auf den Stein irgendwie Moos bereitlegt oder Holz, Stöcker, wo er vorhin gesagt hat, die er braucht, um das anzumachen, die halt aber zu feucht sind, die hätte ich dann einfach so hier hingelegt. Das wäre so meine Idee gewesen. Er ist halt eh an denen vorbeigelaufen. Versteht ihr, was ich meine? Schwierig, aber ihr wisst schon, ihr gettet das schon, ne? Was macht man, wenn man Langeweile hat? Genau, man schnitzt sich einen Löffel. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben überhaupt schon mal jemals mir einen Löffel geschnitzt habe. Jedenfalls, ja. Bin ich jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich ihn trenne. Und den wollte ich euch natürlich zeigen. Weil es ist natürlich clever, wenn du den so lang lässt mit dem Stock dran, ne? Es ist leichter, den zu handhaben. Und ja. Sehr cool. Zack. Fertig ist der Löffel. Trick 17. Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir Zeit genommen habe, um einen Löffel zu schnitzen. Ich hatte sonst noch nie so Langeweile. So, und jetzt Feuer an. Mir ist nämlich langsam kalt und das ist eigentlich so der schönste Moment am Abend. Es hat sich so ein bisschen zugezogen, aber mal sehen, was daraus wird. Eva, jetzt sieht das mal Feuer. Ich weiß nicht, was das für eine Funktion hat. Aber das sieht für mich auch so aus, als hätte er das zum Trocknen hingelegt. Kann auch komplett falsch sein. Ich habe keine Ahnung. Oh, süß. Okay, es war nicht zum Trocknen. Jetzt ist es ja weg. Windschutz. Okay. So, Feuer ist fast aus. Ein bisschen ist noch. Ich wollte mich verabschieden von Tag 4. Hoffe, Tag 5 wird besser, denn Tag 4 war absoluter Gulasch für mich. Emotionsgulasch. Es ist hart. Härter als gedacht. Nicht die Wildnis, nicht die mangelnde Nahrung, nicht das fehlende, was auch immer, Luxus, sondern
die Einsamkeit. Das glaube ich. Mein Kopf, ja. wenn der Freizeit hat, dann macht der mich fertig. Der will nach Hause, der will Menschen, der will Umgebung, der will. Ah! Gute Nacht, ich hau mich ins Bett. Wir sehen uns morgen, Tag 5. Ich hätte denen gegönnt, dass sie wenigstens jeder... Ich meine, das kommt aufs selbe raus. Müssen wir natürlich nicht drüber sprechen. Aber wenigstens jeder einen Punkt, weil sie es versucht haben. Wisst ihr was? Oder? Luna gemeint Peruna. Chris, Fabio und Madin, jeder einen Punkt. Und Fritz keinen, weil Fritz hat es nicht versucht. Und die Jungs haben so viel Herzblut da reingesteckt. Wisst ihr, was ich meine? Ein Mitleidspunkt? Ja, so nämlich. So, das Feuer brennt wieder draußen. Blaue Stunde. Es wird also, denke ich mal, so in einer Stunde wieder dunkel sein. Da werde ich mich hier schön in den Schlafsack kuscheln. Und ja, jetzt geht es mir im Tal wieder ein bisschen besser. Ich hatte tagsüber ein paar ordentliche Hänger und ein paar ordentliche Tiefs, obwohl gutes Wetter war. Was ich für mich einfach nochmal gemerkt habe, ist, A, ich brauche nicht schnell machen. In meinem normalen Alltag versuche ich alles immer möglichst effektiv, effizient, automatisiert, zack, zack, zack zu machen, damit ich halt alles Mögliche unterkriege. Aber hier habe ich so viel Zeit, dass ich manche Sachen jetzt einfach bewusster und langsamer und ganz in Ruhe mache, weil ich die Zeit einfach habe. Auch beim Blaubeer sammeln. Schön, eine Blaubeere, noch eine Blaubeere. Nicht ba, 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 ba. Oh. Ich habe ja die Zeit. Genau, und ich brauche dauerhaft gefühlt eine Beschäftigung. Klar, ich kann auch mal 20 Minuten Pause machen, in der Sonne liegen, aber ich kann nicht einfach irgendwo 2 Stunden lang sitzen und aufs Wasser gucken. Alleine. So, nach 4 Tagen. Das heißt, ihr habt selbst gesehen, ich habe irgendwie diese Schachfiguren geschnitzt, ich habe Feuerholz gemacht, ich war bei der Wanderung irgendwie da oben erkunden, habe mir die Smoothies da irgendwie gemacht, Feuerholz und was nicht alles schon mal vorbereitet, mein Bettchen nochmal neu gemacht, hier eine Ablage gebaut. Also ich glaube, das ist auch der Schlüssel für die nächsten Tage. Ich bin A, gespannt, was für Challenges noch kommen werden. Aber ansonsten, egal was ist, ich brauche dauerhaft Beschäftigung. Ich muss immer irgendein Projekt haben, an dem ich arbeite. Immer ein Ziel und nicht dieses, ja gut, jetzt ist es irgendwie wahrscheinlich so vormittags. Was mache ich denn jetzt den Rest des Tages? Jetzt zum Beispiel wieder so den ab Nachmittag bis jetzt, ich merke keinen Kraftverlust. Also ich fühle mich gerade lebendig. Ich muss sagen, wenn ich die Flasche richtig voll mache mit Beeren, einen fetten Smoothie, mit ja auch komplett noch mit Wasser gefüllt, dann ist es auch richtig was Ordentliches im Magen, das 3-mal am Tag. Also klar, ich denke schon an geiles Essen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier liege, Ich habe keine Kraft mehr, ich kann mich nicht bewegen. Ich habe Energie, ich kann mich bewegen, ich kann hacken, ich kann basteln, obwohl ich nur Beeren esse. Komisch, aber es funktioniert. Vielleicht nicht über sonst wie viele Wochen, aber über die 7 Tage anscheinend schon. Na? Bisschen gruselig. Alter, ich liege mega bequem. Oh, das ist gerade kein Vergleich zu den letzten Nächten. Aber ich habe letzte Nacht schon gesagt, beim Einschlafen, boah, so bequem und in der Nacht hat es dann wehgetan. Aber jetzt haben meine Beine sogar eine Polsterung und ja, mein Oberkörper und mein Kopf, die haben sogar mittlerweile eine dreifache Polsterung. Alter Vater, das ist gerade echt bequem. Ich hoffe, es bleibt so. Hübsch, ey. Diese Nacht ist zum Beispiel super, super kalt. Ich werde dauernd wach und schlaf kaum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es einfach draußen kälter ist, weil das Feuer ist eigentlich auch die ganze Zeit an. Aber boah, ist so unfassbar kalt. Die Zeit ging sehr schnell rum, meine lieben Freunde. Die Zeit ging aber mal sehr, sehr schnell rum, oder? War es schon vorbei? Ja, voll. Also ich fand es auch sehr schnell. War zu schnell. Ich möchte mehr. Ich will mehr. Aber sehr, sehr, sehr cool wieder. Sehr schade, dass es niemand mit dem Feuer machen geschafft hat.
Tatsächlich sehr schade. Hätte mich sehr, also fände ich total spannend, das mal zu sehen.